Also selbst in großen Gruppen, in Hörsälen, die aufsteigende Sitzreihen haben, die ja suboptimalst sind für Gruppenarbeiten, kann man in Sechsergruppen arbeiten. Also man hat eine Person, die sitzt in der Mitte, links und rechts, die beugen sich zu dieser Person und die drei in der vorderen Reihe drehen sich rum. So, da hat man so eine kleine Gruppe, da könnte man bis zu 6 Personen arbeiten, das mache ich aber praktisch fast nie. Also bis zu 3 Personen in der Gruppe und dann sitzen die in derselben Reihe, ne? So ein Dreiergrüppchen kann man gut arbeiten. Und oftmals leite ich das eben an durch Think Pair Share, dass die Studierenden sich in kleinen Gruppen austauschen zu einer bestimmten Fragestellung. Das Schöne ist, dass die Studierenden dadurch mutiger werden, anschließend sich einzubringen in die Großgruppendiskussion, weil man wird natürlich in der großen Gruppe nicht nur Gruppenarbeiten machen, sondern man hat auch im Inverted Classroom, in der Präsenzveranstaltung, immer wieder Frontalphasen, die in meinem Fall jetzt selten Vorträge sind oder ähnliches, sondern in der Regel sammle ich Beiträge von den Studierenden und führe mit ihnen eine Diskussion. Und dass die Bereitschaft steigt, sich da einzubringen, ist eben die vorbereitende Gruppenarbeitsphase im Think Pair Share gut.